Die Quest ist abgeschlossen. Tomi ist verschwunden. Weil ich glaube, dadurch, dass sie als Zweite darf und ich als Erster muss, bin ich immer in der Bredouille beim dritten Zug. So, der brennende Fels. Mal kurz gucken, was der Drache, also der Wächterdrache, da noch zu sagen hat. Was? Ach, nix. Er schnüffelt nur. Gut, wir kommen jetzt nicht drum herum. Oh. Warum werden mir jetzt auf einmal verdorbene Haine angezeigt? Hat sich hier was geändert? Nicht wirklich. Aber so wie es aussieht, sind die Feinde hier weg. Die Felsen sind allerdings immer noch da. Gucken wir doch einfach mal, ob hier wieder alles leer ist auf einmal. Oder ob eine riesige Armee aufgetaucht ist. Also nee, die Gegner hier sind despawned. Hier ist auch gerade niemand unterwegs. Ist die Frage, was ich jetzt genau machen soll. Das Elfen, also meine Truppen von hier oben holen, das Elfenmonument besetzen und mich hier oben eingraben. Wäre eine Variante. Die zweite Variante wäre hoffen, dass die Meldung, dass sie von hinten kommen, bedeutet, dass die Felsen hier verschwinden.
Mal gucken, wo lang es da geht. Auf mein Mir Kommando. nach. Und los. Vorwärts. Was kannst du eigentlich? Aura des Lebensraubes und ein Eissturm. Eissturm ist nicht schlecht. Der ist gar nicht schlecht. Hier, sofort. Schnell. Und los. Ich weiß, es kostet jetzt Zeit und so, aber ich warte jetzt Vorwärts. Einfach mal ab, was passiert. Kann doch sein, dass ich jetzt den Timer komplett kaputt gemacht habe, dadurch, dass ich gegangen bin. Schnell! Folgt mir! Kann aber auch sein, dass die Steine schon weg sind und ich es nicht sehe. Eiserne Skorpione und das jede Menge. Also nee, die Steine sind noch da. Hier, schnell! Das heißt, ich gehe mal hoch zu Sofort. Meinen Truppen. Wobei, ich kann mal hier rüber gehen. Weil hier sind Affen. Das könnte bedeuten, das ist ein Geheimweg. So wie das alles hier irgendwie special war. Ich kann halt nicht weiter gucken als bis zu dieser Wachfestung hier. Ich habe aber jetzt die ganzen Gebiete hier gesehen. Hier sind auf jeden Fall keine Spawn, hier sind nur Verteidigung. Jede Menge Schar. Da sind die letzten paar Untoten. Fällt mir jetzt gerade so auf, dass die Zwergenmonumente zwei Ziegenköpfe da vorne haben. Haben die Elfenmonumente auch irgendwas Gruseliges? Nö, die haben zwei solche Dinge. Also warten wir einfach mal ab, ob irgendwas passiert.
Es kann nicht sein, dass jetzt nichts mehr passiert. Ich will einfach wissen, wie viel Zeit ich dann habe. Weil mit den Elfen habe ich auch nicht sonderlich viel Platz. Die Elfen sind wahrscheinlich wirklich hier, um Verteidigungstürme zu bauen. Vielleicht noch, um ein paar Windschützinnen zu holen. Aber den Hauptteil macht man mit den Zwergen, nehme ich an. Hier sehe ich auch nur Affen und sonst nichts. Nee, durchkomme ich hier auch nicht. Immer noch kein Angriff. Puh. Da oben sind die Steine, nicht da unten. Ich habe jetzt gerade schon wieder gedacht, sie wären verschwunden. Passt auf! Ich glaube, ein Angriff steht bevor. Okay, da kommt jetzt der Angriff. Da kommt der Angriff.